Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1404. Sorry, Tristan, ich wusste nicht, dass du die Anmod machst seit neuem. Ja, gerne. Mach du. Nö, I don't. Nö. wir zahlen erstmal einen Piraten, oder? Zahlen wir den Piraten? Bro, I don't know. You decide. Like, it's not particularly powerful right now. You decide. Ich frag nur, weil die Handelsroute von Piraten geht basically. Also deine südlichen Inseln sind basically zwischen Piraten. Aber du entscheidest das. Aber wir haben noch nicht genügend Waffen, um Schiffe zu bauen. Also Kriegsschiffe. Waffen produziert's aber gerade, ja. Wir haben wie viel Tonnen auf Lager? 4 oder 6 oder so. 5 Tonnen, ja. Ach komm, wir bezahlen ihn noch einmal. Das ist also einmal. Ein letztes Mal. Macht das dann gerade okay? Dann kümmere ich mich doch mal um Dings. Das habe ich eigentlich letzte Folge gemacht, Tristan. Ach, ein Schiff gebaut, ne? Das allererste Schiff. Let's go. doch, das erste Schiff, das wir gebaut haben, oder? Ja. Ja, also. Das Handelsschiff, ja. Erstes Schiff, das wir gebaut haben. Das orientalische Handelsschiff haben wir gratis bekommen, als wir die Dinger freigeschaltet haben. Das ist immer ein bisschen. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass du zwei Schiffe kriegst zu Anfang sozusagen. Also nicht ganz, aber mehr oder weniger. Basically. Ja. Soll ich mich, dass das Ding hier ist? Kann ich mich direkt zu dem Venezianer fahren? Die Schatzsuche ist fehlgeschlagen. Ach, das war so klar, ey. Warum auch auf der kleinen Insel, ne? Ich finde es ja spannend, dass Was macht das Gewitter eigentlich? Bisher habe ich noch nichts mitgekriegt. Also das hat auch keine meiner Farmen zerstört. Theoretisch oder können so. Blitze einschlagen. Ich glaube, mehr macht es leider nicht. Aber eigentlich wäre es ganz cool, wenn. Oh ja, doch, mein Quarzsteinbruch hat ein bisschen Damage abbekommen. Oh. Ja, aber nicht viel. Vermutlich, weil es ein Steinbruch ist. Ja, also ich finde es ein bisschen schade, dass wenn auf so einer südlichen Insel Gewitter ist, dass da nicht alles fruchtbar wird. Stimmt eigentlich. Die Wüste müsste sofort instant grün werden. Ja, so funktioniert Vegetation in der Wüste. So funktioniert die Noria, ja. Klar, das Gewitter braucht aber halt auch länger. Ich finde es toll, dass auf unserer Hauptinsel unser Hanflager einfach voll ist. Hanf? Tristan, das ist doch dein Hanf. Sorry. Oh Gott. Immer, ich verkaufe Hanf einfach mal. Ja, alles gut. Vielleicht haben sie ja Bock drauf. Ja, ein bisschen was verkaufen wir bestimmt. Ich meine, wir brauchen aktuell alles Geld, das wir kriegen können. Ja, ja. Aus irgendeinem Grund geht unsere Bilanz immer weiter runter. Nee, unsere Bilanz ist ja okay. Aber die geht irgendwie immer weiter runter. Letzte Folge war sie 400. Ja, keine Ahnung, wir haben halt eine Werf. Am Anfang war es sogar 600. Wir haben eine Werf gebaut, eine Hafenmeisterei. Glasproduktion und sowas. Glasproduktion, aber Waffenproduktion, das kostet alles. Klar. Like, allein das kostet die Gewaltglashütte und eine Waffenschmiede und die Glasschmiede, die kosten jeweils 30, das sind 90. Plus eine Hafenmeisterei ist 10 und nochmal eine kleine Werf nochmal 10. Das sind einfach 110 Bilanz weg. Einfach so. Und deine Quarzmine hat ja auch noch, kostet ja auch noch was. Also. Und ich habe natürlich auch noch Mosthöfe gebaut, ne? Weil wir out of Most waren.
Ein feindlicher Scherge treibt sich in ihrer Das ist Tristans Aktion eigentlich, aber I gonna try. Gerade noch rechtzeitig, um Schlimmeres zu verhindern. Ja. Tristan macht es in Zukunft einfach immer. Es ist einfach hilflos, dass ich die finde. Das Gewitter hat sich gelegt. Oh, guck mal, das Gewitter ging aber nicht schnell. Hurra! Es ging aber schnell vorbei. Ja, normalerweise, wenn es in so einer südlichen Region anfängt zu regnen, hört es erstmal so schnell nicht wieder auf. Die Saat ist ausgebracht. Okay, Julian wollte hier Kräuter anbauen. Ja. Und jeder hat bekommen, was er wollte. 2 Tonnen Holz. Sind 20 Geld, ja, also 20 Münzen. Immerhin. Oh Gott, es braucht 7, 8. Hurra, wir haben einen Schatz. 8 Kräuterfelder, Bro. Alter. Bro, 8 Kräuterfelder. Wie groß sind die? 3x4, 4x4. Ah, ne, nicht so groß. 2x3? 2x3? That's not bad. It's not terrible, ja. Ich brauche 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Also es geht auf jeden Fall easy. Ohne Probleme. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ja. Why? Was? Oh, weil er kein Eisen hat. Ja, okay, gut. Ich kann mal ein Werkzeugdings stilllegen. That should be fine, right? Oder brauchen wir das Werkzeug gerade hart zu drehen? Also wir haben halt keine. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ja, schön. Hey, Julian? Ja. Ja? Ja, Tristan? Ja? Hättest du gerne irgendeinen bestimmten Teil von unserer Stadt aufgelevelt? Bevölkerung? Meinst du, wie ich hab jetzt mal die Steuern von den Bauern runtergesetzt. Ja, also guck halt nach dem Mittelsektor irgendwie. Levels die äußersten zwei Reihen vielleicht, also die äußerste Reihe jeweils vielleicht nicht unbedingt. Ja, genau. So viel wirst du gar nicht aufleveln können, schätze ich mal, wegen dem. Ja, weil den eine Kirche fehlt oder so. Ja, naja. Kapelle ist nicht richtig in Reichweite. Ja, wir können eine Kirche bauen. Nö, brauchen wir nicht. Das wird sowieso die Kapelle ersetzen. Like. Wir können eine Kirche in die Mitte packen und damit müssen wir zwar die Schenke umräumen. Zwei Schenken draus machen. Und das Zimmermannshaus weg, aber dann haben wir basically fast alles in Range. Oder wir machen die Feuerwehr und die Kapelle weg. Ihr seid tatsächlich zurückgekehrt. Da wird die Begeisterung. Boah, 32 Tonnen Kanonen, Alter. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Nuts. That's actually nuts. Achso, ja, ich sollte vielleicht die Felder fertig machen, ne? Dich einfangen wollte. Wie sollen die Leute das Land bestellen, wenn ihnen keine Felder? Ihr besiedelt das Eiland aus meiner Vision. Goldfurt willst du jetzt auch haben, du hast dann guck mal. Alles gezeichnet. Die ist ein bisschen arg expansionistisch, habe ich das Gefühl. Ja. Oder willst du es, weil da jetzt Kräuter drauf sind? Nee. Nee. Nicht das, also glaube ich jetzt nicht. Yeah, that's not terrible, I guess.
kriegen wir die venezianische Schiffbaukunst? I don't know. Keine Ahnung. Ich fände nämlich Docken viel cooler zu bauen als normale Handelsschiffe. Ja. Aber ich schätze, dafür müssen wir noch nicht. Es ist mein Glaube, der mich stark macht. Alles klar. Die Details bleiben jo, besser. 2000 Dollar wieder eingekauft. Oh. Alter. das ist halt nicht clever, wenn ich das jetzt mache. So, ich weiß halt auch wieder nicht, was, wie viel Kräuter auf Bier und so. Brauchst du, haben Kräuter noch eine Weiterverarbeitung? Kräuter geht so, ja, Bier. Zu Bier. Mit Weizen. Okay. Ich weiß aber nicht, wie viel Kräuter auf, wie viel Weizen farmen, um ehrlich zu sein. Wir haben Cannons. Ja, und Waffen auch. Wir könnten theoretisch sogar jetzt, Wir haben 6 Tonnen Waffen. Immer noch. Was, das produziert immer noch nicht? Ja, ich weiß auch nicht warum. Hä, ich habe nur eine. Hä, reicht eine Eisenschmelze nicht für 2 Werkzeugproduktionen normalerweise? Ich nicht. Das muss doch safe reichen. Weird. Just weird. Ja, manche Dinge, das da muss man einfach nicht verstehen. Ist mir willkommen. Also ich hoffe jetzt, eine Weizenfarm reicht auf eine Klosterbrauerei. Auf 2. Also wahrscheinlich reicht es aktuell auf jeden Fall, wegen, weil wir eine Weizenüberproduktion haben. Lol. Wir haben die adligen Waren einfach freigeschaltet, weil wir... Also wir haben Kanonen halt. Deswegen haben wir die Adligen in, als Waren in Tabs, in den Tabs schon drin. Ja. Witzig. Sehr, sehr, sehr amüsant. Ja, actually, ich lasse es jetzt einfach mal so laufen, die Bierproduktion. Mal gucken, was passiert. So, und dann brauche ich noch einen Spot, wo ich jetzt Schweinezuchten baue. God damn it, man. Da war auch schon so viel Shit in dem Game, Tristan. Salzminen hatte ich doch hier unten. Ja, genau. Nochmal eine. Dann können die mal anfangen zu produzieren. Da werden noch mehr Stein. Ja, ich glaube 2 auf 1 ist, ist wieder der Way. Bei den Klostergarten-Dingern da. Weißt du, der kann doch auch einfach ein paar Kräuter pflücken gehen und die in das Bier reinschmeißen. So, Schweinezuchten. Was braucht es? 4 Felder. Oh Gott.
mir jetzt schon sicher, dass es terrible ist. Es sind 4x4 Felder. Oh, I kind of want. Was? Was willst du? Wir können ja in dem Diplomatie-Menü bei den neutralen Parteien Hilfsflotten anfordern. Ja. Für Ruhm. Ja. Irgendwie hätte ich schon Bock so auf das große orientalische Kriegsschiff. Können wir aber es nicht einfach selber bauen? Können wir auch, aber wir können es auch einfach als Sinnhilfsflotte anfordern und schon uns das bauen. True. Aber ich weiß nicht, behältst du das dann als Hilfsflotte? Ich will keine Ahnung. Dachte. Ist schon eine Weile her, aber ich glaube, mach einfach. Wie viel kostet das? 600 Ruhm. Wie Ruhm haben wir aktuell? 1500. 1000 oder sowas, ja. 1500 haben wir. Ja, mach einfach. Meine Alternativ, wenn wir auch eine große Kaufmannskogge anfordern. Zur Verfügung stellen kann. Oder zwei kleine Kriegsschiffe von Northburg. Für 400 Ruhm. Ja, nee, mach einfach. Alles gut. Der Sultan hat beschlossen, euch mit einer kleinen Flotte zu unterstützen. Oh, it's cool. It's so cool. The Tabitha. Sieht halt echt geil aus. So goddamn cool. Sieht halt echt geil aus. Und only has 10 damage. Terrible. Versenk's und kauf ein anderes. Aber sieht awesome aus. Ja, yeah, that's true. Ich weiß halt auch wieder nicht, wie viel Zuchten braucht man denn bitte? Zu viel. So. Ich habe jetzt ein Dings, ein bisschen Mosaik auf unser Flaggschiff geladen und bringe das zur Hauptinsel hoch. Dann können wir die orientalische Werft hier oben auch bauen. Geil. Ja, aber wir müssen irgendwie dieses Eisenproblem klären, okay. Ja, ich habe auch schon überlegt, ob ich einfach die andere Insel oben nochmal im also da das Eisen abbaue. Ja. Würde sich wahrscheinlich lohnen. Aber es sind halt zwei Eisenvorkommen, ja. Es würde sich wahrscheinlich schon lohnen. Wir haben halt nur eins auf der Hauptinsel, was echt. Das ist halt schon terrible. Ja. Also unsere Waffenproduktion läuft aber mittlerweile wieder, ja. Zwar nicht sehr effizient, aber. Du wirst es verschmerzen. Hä, hey, was werde ich ihm verschmerzen? Was werde ich verschmerzen? Dass du uns Geld gibst? Ja, das werde ich verschmerzen. Dass du uns Geld gibst für den Handel, den wir dir anbieten? Ja, natürlich verschmerzen wir das. Aber nur gerade so. Okay, Gerbereien brauchen Fußballplätze, meine Freunde. Gut, dass wir hier einen Fluss haben. Auf der Insel. Und einen nicht sehr kleinen tatsächlich. Ich weiß allerdings nicht, wie viel Schweinezuchten so ein Kram wir brauchen. Keine Ahnung. Da kenne ich die Ratios einfach nicht. Oh, und du brauchst ja auch noch eine Saline zusätzlich. Oh, 2000. Man braucht auch noch eine Saline zusätzlich. Man kann nicht nur eine Salzmine bauen, stimmt. So, und jetzt brauche ich auch noch mal eine Kohle. Wir können noch keine Kohlemine bauen, oder? Nee. So ein Dreck. Warum können wir noch keine Kohlemine bauen? Dann baue ich halt da noch. Das Game dumm ist. Ja, wir hätten sogar eine Kohlemine verfügbar auf Goldfort. Ja, egal, dann baue ich halt da. Wir brauchen Adelige für sowas, glaube ich. Dann baue ich halt da noch eine Köhlerei. Was soll's. Ich meine, theoretisch wären wir den Platz auf der Hauptsel, so ist es ja nicht. Ja, ich habe da jetzt einfach noch eine gebaut. Hä, wir können nicht mithalten. Oh, Schergen, Tristan! Nee. Shit, I'm not finding him. Wait, we have some time. But I'm not seeing him. Hab ihn!
Let's go! Fangt den Schergen eures Feindes lieber ein, bevor er seine Mission... haben wir noch mehr? Sind da noch mehr? Apparently. Vielleicht wahrscheinlich. I don't see any more. I can't see any more. Ja. Ja, vielleicht war es auch nur der eine. I don't know. Ja, ich habe da in der Stadt, habe ich jetzt mal ein Bewohnerfeld freigeräumt. Ein so ein Hausfeld freigeräumt, damit wir da auch mal unser eigenes Geheimkabinett hinbauen können. Ja, ja, alles gut. Sein Häuschen abgerissen, Tristan. Ja, war nur ein Bauernhaus. Ja, alles gut. Ja, wir produzieren theoretisch, ich glaube, jetzt alles für Adlige mittlerweile. Ach, warte mal, nee, wir brauchen gar keins. Doch, wir brauchen Salz. Ja, ja, doch, alles gut. Ich weiß bloß nicht. Ein gutes Geschäft gemacht. Eine Salzmine für eine Saline ausreichend oder brauchen wir auf eine Salzmine zwei Salinen oder. Game, please tell me. Tell me why. So, actually, wir können den, die Gerberei-Dingens freigeben und das Bier freigeben, Tristan. Mhm. Das heißt, wir kriegen gleich wieder Steuereinnahmen. Oh, ja. Also, sobald das anfängt, eigen, kriegen wir Geld. Ja, ja. Das wäre doch mal schön. Ich glaube, ich kann sogar noch eine zweite Klosterbrauerei bauen. Ich glaube, es ist 1 auf 1, wie es ausschaut. Das ist natürlich insane gut. Ihr steht der Vorhersehung im Weg. Ihr steht der Vorhersehung im Weg. Goldfort schon wieder. Ich mach das hier hin. Das ist zwar vielleicht nicht der niceste Spot, aber why not? Da passt dann safe noch eine Dings hin. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren. Ja, da passt trotzdem noch. Ja, da habe ich vielleicht ein bisschen übertrieben, die zu bauen am Anfang. Wo ich dann. Na, wobei, nö. Tristan hat das Ding ausgebaut, damit mehr Leute es abholen. Ja, ich habe es gerade gesehen. Ich dachte so, ja, wait, no, das sind einfach nur nicht genug Marktkarren in der Gegend. Ich könnte auch mal das hier unten einfach mal auf Stufe 2 bringen. Die beiden. Das ist vielleicht auch noch eine Option, weil sonst läuft das eine Markthaus halt Gefahr, komplett einmal außen rum zu fahren, bis an die Seilerei hin. Mhm. Und die anderen Sachen nicht abzuholen. Was es tatsächlich machen muss, sogar für die Seilerei. That's not actually not good. Ich baue da mal noch ein Markthaus. Wollt ihr hiermit eure Anerkennung zum Ausdruck bringen? Ihre fortwährenden Bemühungen sollen mit diesem Titel belohnt werden. Was haben wir für einen Titel bekommen? Ne Ahnung. Also wir können weitere Gebäude bauen wahrscheinlich. Ah ja, wir können jetzt Kaffee und Rösterei bauen, Tristan. Ja. So, und das bringe ich einfach auch mal auf die nächste Stufe. So. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann? Du Salam alaikum. Ja, kauf mal unser Zeug. Das ist schon Hilfe genug, ne? Ja. So, Tristan, wir sind by the way schon wieder bei fucking 24 Minuten. Ja, es geht schnell, ne? Anno, verfliegt die Zeit immer. Instant. Gut, wir haben Bier gemacht, wir haben Gerberei, die vorher alles Mögliche gemacht. Gut, wir haben Schiff haben wir letzte Folge schon gebaut, ja? Gut, letzte Folge haben wir nicht ganz so viel gemacht. Aber was soll's. Dann würde ich sagen, Tristan, bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ja, das nehmen wir noch nicht. Ciao. Ciao, ciao.